Hier ist er, stark wie ein Hühner, der Wolfgang aus Dillingen? Dillingen, ja. Genau, du bist aus Dillingen. Das war nur eine Vermutung, denn du trainierst momentan bei Sanitas in Dillingen und das Ganze machst du schon mehrere Jahre, gell? Ja, schon etliche Jahre. So circa 6 Jahre sind so. Vielleicht etwas noch. 7. Genau, du warst eben dabei, mir zu erzählen, dass du gesagt hast, naja, Sport, das ist schon ganz gut, das Ausgleich. Du bist Handwerker? Ich war im Steinbruch tätig gewesen und mache dort eben den Sport als Ausgleich. Im Steinbruch, das heißt was? Oder was da hast du da gemacht? Ich war Maschinist, beziehungsweise war ich noch in der Leitung zuständig gewesen. Und dann Maschinist. Und dann ist es immer ein bisschen schön stressig und da muss man ein bisschen Ausgleich haben. Und danach ist das auch schöner, ne? Ja, danach ist das viel schöner, ja, klar. Okay. Auch wenn ich hier fertig bin und nach Hause gehe. Super, da ist jetzt die Nummer 36, an der du jetzt gerade am Trainieren bist. Wie sieht denn das normalerweise aus, das Training bei dir? Ja, ich gehe zweimal in der Woche trainieren und so splitten. Da, früher war ich dreimal, mache ich ein bisschen Brust, also große Muskelgruppen an einem Tag und zwei kleine. Und so geht das über die Woche dann hin. Dann komme ich dann wieder an Montag, fange ich mit großen Muskeln zum Beintraining und ein bisschen Rücken. Also man soll eine große Muskelgruppe machen und eine kleine. Und wer hat das gesagt damals? Da bin ich von Fachleuten und ich war schon, früher hatte ich schon trainiert, war auch das System, hatte ich da gehabt. Große und kleine Muskelgruppen. So, ja. Wenn du mal so lieb bist und mir mal zeigst, wie du gerade an der Nummer 36 mal trainierst, hast du gerade angefangen mit deiner Cola an der Seite. Das ist interessant. Oder ist da Cola drin? Nein. Nee, da ist Wasser drin. So, hat zugedeckt. So, was ist da jetzt so wichtig bei der Übung hier? Was machen viele falsch? Man soll nur mit den Armen runterziehen und mit dem Rücken anlegen. Okay, ich zeig das mal. Sonst hat man schon mal zu viel Schwung. Ist das nicht so effektiv? Und die Wiederholungen, wie viele immer? Ich mache 10 Wiederholungen. 10 Stück. 3 Sätze, 10 Wiederholungen. Das ist ja mal eine ordentliche Ausführung, muss ich ja sagen. Oder? Ja. Der Markus Pull ist nämlich gerade hier von Sanitas. Er hat gesagt, die verschiedenen abwechselnd zu trainieren, die Gruppen der Muskeln. Ja. Ist das korrekt? Ja, der Wolfgang macht schon sehr lange Training, auch schon bevor er bei uns war. Er hat ein bisschen sein eigenes System. Ich würde es etwas anders empfehlen, aber ich denke, der Wolfgang weiß schon, wie es für ihn selbst gut ist. Das war jetzt eine ganz diplomatische Antwort, muss ich sagen. Ja, aber ist das so, hier wird niemand zu irgendwas gezwungen, oder? Nein. Wenn, man macht doch manchmal Fehler in der Übung. Da werde ich vom Personal darauf angesprochen, dass ich das eben nicht so richtig ist, wie das soll. Dass ich mich vielleicht irgendwie verletze, im Rücken oder irgendwas, da wird man angesprochen. Es sind viele Leute hier unterwegs, oder? Das heißt, du hast gar keine Chance, ganz allein zu trainieren, das gelingt dir kaum. Das ist selten. Okay, super. Okay, jetzt ist ja hier das Studio nicht, ich sag mal, ein Discount-Studio. Das hat ja seinen Preis, ja? Aber das ist dir wert, oder? Ja, das ist schon wert. Okay. Das könnte man drauf an. Ist auch hier moderne Geräte, auch Personal ist gut, kompetent auch und alles sauber. Also man kann sich nicht beschweren. Okay. Ja. So, und das Thema Fitness und Sport, ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Jetzt bist du ja im Ruhestand. Ja, du bist wahrscheinlich jetzt mehr unterwegs wie vorher, ne? Teilweise. Teilweise. Da ist aber nach wie vor Sport ganz wichtig, oder? Ja, für mich wichtig. Ich will ja auch noch länger fit sein als wie in den nächsten 1-2 Jahren. Hast du jemals eine Phase gehabt, wo du vielleicht aus diversen Gründen nicht trainieren konntest? Ich hatte mal eine Phase gehabt, ich hatte eine gefrorene Schulter, nennt man das. Da war eine Kalkablagerung auf den Kapseln. Mhm. Die wurde dann vom Arzt wurde das entfernt. Und dann habe ich nur ganz langsam angefangen. Und das war wahrscheinlich nicht so schön, oder? Nee, das hat anfangs geschmerzt, das konnte ich nur mit ganz kleinen Gewichten machen. Ich meine so die Zeit ohne Training, ohne sich auszupowern? Ja, es wurde auch schon empfohlen vom Arzt, dass ich das soll so schnellstmöglich anfangen, nur mit ganz wenig Gewichten. Mhm. Ja, jetzt ist ja hier das Gewicht nicht gerade ultra viel da.
ist es im Prinzip, das ist gar nicht das Wichtige, oder? Das ist jetzt ein ganz großes Problem. Nee, das ist schon, man soll das richtig machen, damit man da auch was richtig bringt. Ist nichts, wenn ich jetzt hier gehe und mache da noch zwei Scheiben dabei und ich tue die nicht mehr richtig ausführen. Ja, genau. Okay. Dass ich mal da irgendwie eine Verletzung zuführe. So, da hat aber jetzt genickt, der Markus. Ja, das ist schon richtig. Ja, da hat er vollkommen recht. Genau darum geht's. Möglichst wenig Belastung bei bestmöglicher Ausführung, belastet möglichst wenig die Gelenke und bringt den besten Trainingseffekt. Und genau so macht das und dann macht er richtig so. Sehr schön. Das heißt, du würdest also auch jedem empfehlen, der hier aus Dillingen ist, zumindest mal hier mal vorbeizugucken, ja? Ja, sicher. Warum nicht? Aber man sieht ja schon, es ist ja doch sehr viel Betrieb immer hier. Ne? Heute ist ein bisschen ruhiger, aber das sind Tage, wo wirklich... Jetzt muss man dazu sagen, es ist Freitagnachmittag, wir haben blauer Himmel, es war die letzten zwei Tage, war es wieder kalt, ja, jetzt ist wieder schön. Das heißt, viele... Die Schwimmbäder sind noch zu. Ja, die sind noch zu, aber die Leute haben natürlich jetzt die Vorbereitung, wahrscheinlich wird das Abend wieder geschwenkt, oder? Ja, das macht Sinn. Bei dir auch? Nein. Alles klar. Vielen Dank, Wolfgang aus Dillingen. Ja. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg dann für die nächsten 100 Jahre, die du dann wirst. Danke. Du hast mir das Alter verraten, darf ich das sagen? Ich bin 66. 66 Jahre und sieht aus wie aus dem Ei gepellt, der Wolfgang aus Dillingen. Dankeschön. Vielen Dank. 100 werden. Ja, das habe ich schon gesagt. Ja. Danke. Tschüss. Ja, tschüss.